Als das Schreiben auf Facebook in der Lörrach-Gruppe zum ersten Mal geteilt worden ist, das war vor einer Woche, haben die Mitglieder, die linken Mitglieder der Lörrach-Community auf der Facebook-Gruppe sofort gesagt, erstmal warten, das ist doch ein rechter Fake, das wird von den Rechten lanciert, das kann nicht stimmen. Selbst Linke waren entsetzt. Kennen Sie die durch die Medien bekannt gewordene Wölblinstraße in Lörrach? Die Lüge von Lörrach fliegt den Verantwortlichen aktuell nun um die Ohren. Ein Abriss des Hauses, aus dem Mieter ausziehen sollen, damit Flüchtlinge einziehen können, war nie geplant. Genau das aber hat der Bürgermeister eiskalt behauptet, um den Skandal klein zu reden. Und alle Medien haben es ungeprüft verbreitet. Vielen Dank an das Team von Achtung Reichelt, die den Skandal aufgedeckt haben. Schauen Sie selbst. Die komplette Fassung ist in der Videobeschreibung verlinkt. Thomas Nostedt, Chef der Wohnbaugesellschaft, erklärt, das Haus aus den 50er Jahren hätte sowieso planmäßig bald abgerissen werden sollen. Die ersten Planungen dafür waren auch schon da, aus dieser baulichen Ausgangslage heraus. Die sahen vor, dass die Gebäude in den Jahren 2023, 2024 etwa abgerissen werden sollten. Allein gestiegene Zinsen und Baukosten hätten das Vorhaben verzögert. So entstand der Plan, das Haus einige Jahre als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Der unfreiwillige Auszug der Mieter hätte aber ohnehin bald vorgestanden, so die Argumentation. Sodass der Gedanke war, diesen ohnehin anstehenden Auszug aus diesen Wohnungen ziehen wir vor für diesen Zweck. Die Gemengelage ist ja erläutert worden, der Stadt Lörrach deutlich weiterhelfen würde. Das Team von Achtung Reichelt haben bei der Stadt Lörrach nachgefragt, nach Schriftverkehr, Ausschreibungen oder Bauplänen, die die Abrisspläne, mit denen argumentiert wird, belegen. Die Antwort der Stadt Lörrach ist verblüffend und entlarvend zugleich. Da es keinen konkreten Sanierungsplan gab, gibt es dazu auch keine Belege. Das heißt im Klartext, einen konkreten Abrissplan hat es offenbar nie gegeben, sonst gäbe es Belege. Auch im Haus wusste niemand von einem angeblichen geplanten Abriss. Okay, halt jetzt von mir aus, also ich bin noch wie gesagt nicht lange da, und da lag das Konzept sicher schon vor. Sowas plant man nicht von heute auf morgen. Das aber hätten Sie gern gewusst, dass es man hätte mich nicht anziehen, man hätte mir was anderes anbieten sollen. Nicht einmal Samuel Muldner, der erst im Herbst 22 mit seiner kranken Mutter eingezogen war. Wir wurden darüber überhaupt nicht informiert. Ich bin vor 5 Monaten hier eingezogen. Und spätestens dann hätte man uns doch informieren darüber können, dass das Haus abgerissen werden sollte.